Der SC Freiburg 2, wie gewohnt in den roten Trikots, möchte die Serie von 11 Spielen ohne Niederlage auch gegen die Gäste vom 1. FC Saarbrücken fortsetzen und beginnt dementsprechend motiviert. Keine 10 Sekunden gespielt, Fana kommt im Strafraum zu Fall, aber Schiedsrichter Jürgensen zeigt an, weiterspielen. Uafero trifft Fana am Fuß, Glück für die Gäste in dieser Szene. Nur wenige Sekunden später, der 1. FC Saarbrücken kommt mit Kuni. Es verspricht, ein munterer Abend zu werden im Dreisamstadion. Keine einfache Aufgabe, vor die SC-Trainer Thomas Stamm heute gestellt wird. Die Gastgeber zwangsläufig mit einigen Veränderungen in der Startelf. Atubolu, Wagner und Bauer sind auf Länderspielreise mit den Junioren-Nationalmannschaften. Engelhardt fehlt, gelb gesperrt. Für die Gäste kommt das wie gerufen. Mit einem Sieg springt Saarbrücken auf den Relegationsplatz. Das ist Rizzuto und der probiert es einfach mal und drin ist er! Der Schuss aus gut 20 Metern. Kuni hebt entscheidend den Fuß rein. Sein 7. Saisontor. Die Führung für Saarbrücken. Die Gäste seit 4 Pflichtspielen ohne Gegentreffer. Torhüter Batz 12-mal in dieser Spielzeit mit einer weißen Weste. Vermey tastet sich mal langsam heran. Aber keine wirkliche Herausforderung. Aber die Breisgauer jetzt immer wieder mit Ausflügen in die gegnerische Gefahrenzone. Das ist Kehl. Rosenfelder und Kehl mit einer schönen Kombination. Wieder Kehl, der Abschluss aus der Kategorie. Ungefährlich. Freiburg zwar bemüht, Marvin Kuni und der 1. FC Saarbrücken nehmen aber die verdiente 1:0-Führung mit in die zweite Halbzeit. Sehr zu Freude der zahlreich mitgereisten Anhänger. Auch der zweite Spielabschnitt beginnt turbulent. Saarbrücken mit dem langen Ball in die Spitze und der landet vor den Füßen von Rabihic. 2:0. Aber der Assistent hebt die Fahne abseits. Treffer zählt nicht. Thomas Stamm trotzdem bedient seine Hintermannschaft da zu schläfrig. Hoch und weit, das kann auch der SC. 52. Minute. Da ist Vermey. Immer noch Vermey, was macht er denn da? Der Niederländer legt sich den Ball zu weit vor, probiert dann noch Torhüter Batz zu umkurven, aber der riecht den Braten und hat die Hand dran. Große Gelegenheit zum Ausgleich für die Freiburger. Die Partie mittlerweile eher von vielen Fouls als von Torchancen geprägt. 5 gelbe Karten im zweiten Durchgang bisher, aber der SC läuft nochmal an. 67. Minute, stark zum ersten, Fahner zum zweiten und da ist nochmal stark. Immer wieder aber ein Saarbrückner dazwischen. Die Gäste jetzt im Verwaltungsmodus. Nur 3 Minuten später, Fahner hält einfach mal drauf, abgefälscht. Vermey kommt zu spät und da ist Wiklöf. Aber wieder ein Fuß im Weg. Freiburg jetzt mit mehr Ballbesitz, erarbeitet sich aber kaum noch gute Torchancen. Saarbrücken lauert auf Konter, so wie hier über Grimaldi. Vorbei an Ezequem Dengste. Gutes Tackling vom 21-Jährigen in dieser Szene. Es folgt eine turbulente Schlussphase. 89. Minute, wieder Freistoß für den SC. Am zweiten Pfosten läuft Rosenfelder ein und stürzt. Der SC reklamiert, möchte hier einen Elfmeter haben, aber Schiedsrichter Jürgensen winkt wieder ab. Kretschmer klammert und zieht Rosenfelder im eigenen Strafraum. Wieder Glück für Saarbrücken, wieder kein Elfmeter für Freiburg. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Die Hausherren probieren es nochmal mit Rosenfelder. Saarbrücken schmeißt sich rein, der Ball landet irgendwie bei Vermey und drin ist das Ding. Der späte Ausgleich durch die Freiburger Lebensversicherung. Saisontor Nummer 14 für Vincent Vermey. Und diesmal beschwert sich Saarbrücken. Und zwar zu Recht. Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Torhüter Batz mit beiden Händen am Ball, bevor Vermey ihn doch noch über die Linie drückt. Ihnen ist es egal, der Treffer zählt. Freiburg holt einen späten Punkt gegen Saarbrücken. Alles in allem verdient.